Ihr Götter! Ich frage Sie. Bewahrt mir die Zunge vor der Verrücktheit jener Leute. Führt in die geeignete Bahn. Reines Quellwasser von ehrfürchtigen Lippen. Dich vor allem, von vielen Umworbenen, weißarmige, jungfräuliche Muse bitte ich mir zu gewähren. Was für Tagewesen zu erfahren erlaubt ist. Kaum sind sie da, die schönen Götter, in goldglänzenden Gewändern, Edelstein besetzt, mit ehernen Füßen und donnernder Stimme, fällt das Totentier einer Dekadenz anheim, welche ihm aber immerhin noch die Weltkarriere als Stofftier lässt. Der Vortrag Anti-Elektra von Elisabeth von Samsonow, Professorin für Philosophie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, kann als Expedition in eine vorödipale Kultur gelesen werden. Diese war von zwei Themen bestimmt, dem Totemismus und dem Schizosoma. Die Ausgrabung von Spuren, die heute noch von jener entschwundenen Welt zeugen, führte Elisabeth von Samsonow schließlich zur Entdeckung eines neuen Begriffs von Körperlichkeit und Plastizität. Dabei wird jeder Körper primär als sensibles Quantum und plastischer Sensor von Stoffwechselprozessen gedeutet. Der zweite Vortrag von Oya Erdogan trägt den Titel Sprechakt Wasser. Darin wird an die Frage angeknüpft, welche elementare Bedeutung das materielle Medium für uns hat, in dem sich unser Ton vollzieht. Oya Erdogan stellt dabei eine Frage an die Sprachphilosophen. Diese bezeichnen zwar die Taufsituation immer wieder als Urszene performativer Sprechakte, warum aber blenden sie zumeist die elementare Rolle, die der Stoff Wasser im Taufritus spielt, aus? Wurde die Materialität in den Kommunikationstheorien bislang grundsätzlich vernachlässigt? Zur Beantwortung dieser Frage greift auch sie auf eine vorödipale Sage zurück. Sie wurde im antiken Griechenland über den Wassergott Proteus erzählt. Hören Sie nun, was Oya Erdogan anlässlich einer Veranstaltung im Museumsquartier unter dem Titel Philosophy on Stage.